Herzlich willkommen zurück zu Blubber Exploring. Oder so ähnlich habe ich diese Folge genannt, weil es hier so geblubbert hat. Kam man jetzt hier durch? Ja, das war so eine wo kommt ihr denn her? Entschuldigung, wahrscheinlich vom Gang. Aua, 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 aua. Panisch im Kreis rumrennen. Panisch im Kreis. Das ist sowieso das Beste. Da, Achtung, hinter dir! Okay, er hat zwar mich angeschossen, aber ey, ist auch egal. Waren wir schon in dieser Truhe? Ja. Wie ich meine Fragen immer selbst beantworte. Herrlich. Herr Litsch. Na, haben wir hier wieder ein paar Verbands? Nein, Kupferhalsketten. Yay. Ah, das braucht man ja auch so dringend wie die Pest. Hier ist noch ein Gang nach hinten. Das scheint ein seltsamer Raum zu sein. Oh, schon wieder ein Ork. Hallo, Ork. Von hier aus. 11 Erfahrungspunkte sind jetzt auch nicht so die Welt. In den Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und andere tolle Wortspiele. Hi, hi. Roter Tiger. Ist das ein kommunistischer Tiger, der rote Tiger? Wahrscheinlich. Was ist denn das? Oho! Wie wir hier an der Falle vorbeigelaufen sind. Herrlich. Melanie, kümmere Sie sich darum, bitte. Gut, dass Rapunzel die Kurven manchmal so eng nimmt. Ach, jetzt sieh das doch nicht so eng. Oh. Für die Utgard. Wieso der schläft einfach weiter. Gute Gras. Komm, mach mal. Ja, okay. Hat sie gemacht. Was für eine hinterhältige Pixie. Eine Pixarine ist das. Jetzt im Pixie-Buch. Hinterhältige Angriffe für Kinder. Und wieder blubbert dieser Kochtopf so verführerisch. Ich will nicht wissen, welche Erbsensuppe die Orks da so kochen. Oder welche Erbsen überhaupt von Orks gekannt werden. Alles muss mit, auch der Müll. Ja. Ich richtig reden können. Ich ganz auf der Höhe sein. Wieso kann man die Schädel nicht anklicken? Ja, ich bin ja schon ruhig. Bin ja schon ruhig. Das passt ja alles hier. Na. Nach so einer Woche wie die letzte Woche ist es immer ein bisschen schwierig, so in diesen Redefluss zu kommen. Man spricht automatisch nur so Standardsachen. Weil man die Woche über schon so viel geredet hat. Person oder Tiere bezaubern. Jawohl. Ist mein Gepäck voll oder was? Ach ja, bei Diablo und so. Wo dann immer das Gepäck so schnell voll ist, auch wenn man noch ganz viel tragen könnte von der Stärke her. Das sind noch Zeiten. Das wird wiederkommen, wenn wir Baldur's Gate oder Icewind Dale spielen. Champion! Ich hab da was für dich. Na okay, wir verschwenden den Zauber doch nicht. Ha, voll daneben und ich hab dafür einen kritischen Treffer gelandet. So mag man das. So darf das gerne laufen. Ein Topfhelm. Mhm. Was ist das? Irgendwas war da. Ach, ist der Behälter voll. Okay, ich verstehe. Aber wir hatten da was in der Nähe. Der ist auch voll. Ach, komm. Wahrscheinlich ist der Topfhelm auch überhaupt nichts wert. Der fliegt als erstes raus, wenn... Was? Was seid ihr? Ach, ihr Priester! Ja, bringt euch richtig viel euer Gezauber. Ich will nicht wissen, was ihr bewacht. Was bewacht ihr denn da? Na, na, zeig mal. Irgendetwas bewacht ihr da doch. Ach, ein Ork-Tempel. Ja, okay, da hätte ich bei Priester auch fast selber drauf kommen können. Huch. Episch, wie sie angefangen hat zu schießen. Dreht sich um zur Truhe, macht die Waffe fertig und dann zack.
Ha, ich kann übers Wasser zaubern. Einfach so. Und dann kann ich das gleich nochmal. Bis der bei mir ist, ist er schon tot. Ja. Hi, hi, hi. Was ist das denn? Ach, ein Minotaurus. Ja, klar. Mann, hat der, gönnt sich ja sonst nichts. Oh, der ist schwer verwundet. Alles klar. Malani, wehe, du greifst mich wieder an. Das fände ich persönlich nicht so gut. Also mit denen ist es auch selbst auf sehr schwer. Wir haben doch noch auf sehr schwer, oder? Ich meine, wir greifen uns ja gegenseitig an schon die ganze Zeit. Spieleinstellungen. Sehr schwierig, ja. Mit Dalen ist selbst sehr schwer, nicht besonders herausfordernd. Also bis jetzt noch nicht. Vielleicht ein paar Endkämpfe. Aber wenn man so ein bisschen taktisch herumspielen will. Ring des klaren Denkens. Das wäre doch was für Rapunzel. Aber damit wollen wir sie nicht belasten. Intelligenz plus 1 bringt jetzt auch nicht so viel. Sie hat, glaube ich, 8 und dann wäre sie bei 9. Kann sie immer noch nicht richtig schwätze, gell? Das geht da nicht. Es ist sehr bezeichnend, dass ich plötzlich mit Schwäbisch anfange hier. Das kann Dalen einmal haben. Wollte gerade sagen, der ist doch sicher nicht ganz voll nach der Aktion. Ja, immer noch nicht. Naja, aber mit leicht verwundet können wir leben. Bodenhebel, noch ein Steinhaufen. Der macht sicher nur die Türen auf und zu. So. Na? Okay, der macht nichts. Oder man kann die dann verschließen, wenn man sie zu hat. Kälteschaden sollte das sein. Wieso ist denn das rosa gewesen? Warum? Wieso? Die große Truhe ist doch sicher auch mit einer Falle gesichert. Die sieht jetzt schon so aus. Sie steht hier so auf einem Sockel rum. Wurde bis jetzt aber auch nicht rot. Okay, sie ist nicht mal abgeschlossen. Und in der ganzen dicken Truhe liegt ein Topaz. 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 Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber ein bisschen übertrieben ist es schon. Was ist denn da? Ein Überrest, den ich übersehen habe. Das kann mit Überresten sehr gut überkommen, dass man die versieht, übersieht. Come on! Feldspat! Bei meinem jetzigen Hausarzt, also ich bin ja umgezogen, und konnte mich dann gleich 3 Wochen nach dem Umzug schon mal krank schreiben lassen. Ja, ja. Auf jeden Fall liegen bei dem ganz viele... Huch! Solche Steine rum. Fand ich mal sehr interessant, die in echt zu sehen und nicht nur hier im Computerspiel. Das ist manchmal etwas unscheinbarer, aber oft wird die Farbe sehr gut getroffen. Nicht mal an die hauen. Was soll das? Und Malani, bitte nicht mich hauen. Ich weiß, du findest Dalen viel cooler. Und das ist kein Grund, mich immer anzutreschen. Anzutreschen ist kein Wort. Ja, gibt es. Und nicht so wichtig. Kommunikation mit überbewertet Dalen. Auch wenn du so geschliffen sprichst. Cool, wir haben die Goldmünze verschoben im Inventar da bei dem Beutel. Das kann auch nicht jeder. Wir gucken rein, um sie zu verschieben. Dort sind noch Vorräte. Und in diesem Gang sind sicher ein paar Orks. Nein. Gut. Ah, noch eine Heilertasche. Ich mag Heilertaschen. Heilen ist Rapunzel wieder erwarten relativ gut. Muss man schon sagen. Das kann sie. Okay. Ork-Häuptling. Orkischer Elite-Kämpfer. Und noch ein Orkischer Elite-Kämpfer. Zum Glück haben wir gerastet. Oh, da ist noch ein Elite-Kämpfer. Feuerwerk! Und danach gleich nochmal Feuerwerk. So viel Feuerwerk wie möglich. Oha! Vielleicht müssen wir Dalen auch mal noch heilen. Vielleicht schaffe ich das aber auch so. Gut, ich glaube, der ist aus dem Sichtfeld gegangen. Das ist natürlich doof. Dann schleichen wir uns hier mal vorbei.
Wow, Delen und der Orkhäuptling kreuzen die Waffen. Episch, einfach nur episch. So, der ist sowieso dem Tode nahe. Zing, zing, zing. Und zwischendrin nehmen wir das, ich meine, ja, duelliert sich jetzt, ja, heilen wir ihn mal. Oha, das hat nicht so viel gebracht. Magisches Geschoss, komm. Wow, okay. Wir gehen mal in den Support hier. Ne, mittelschwere Wunden heilen nutzen nicht. So kritische Wunden heilen für Delen. Schütz drüber, Rapunzel, schütz drüber. Gut, das ist jetzt natürlich sehr gut. Kurz halte sich auch, der Sack. Das darf der doch nicht, das dürfen doch nur wir. Nur die Guten dürfen sich heilen. Wow, okay. Lässt du wohl meinen Pixie in Ruhe? Du kriegst gleich noch einen Schreckenseber an die Backe. Ah, sehr schön. Gut, brauchen wir den ja nicht mehr zu zaubern. Wow, und was liegt hier für ein Gebein herum? Und wo geht es hier lang? Eigentlich will ich jetzt gar nicht wissen. Wir können mal den Test machen. Es sind noch Feinde in der Nähe. Wahrscheinlich nebendran in der Mine. Ein Doppelklingenschwert, das ist natürlich cool. Die Rüstung, ein Waffenrock, Rindenhaut. Okay, ist voll. Da geht's noch rein. Ist jetzt auch alles voll. Haben wir nicht noch einen Rucksack? Na dann, okay. Das hat hier hin. Setaras Edelstein. Wer war nochmal Setara? Ach, die Waldhexe. Okay. So, für das Doppelklingenschwert müssen wir mal ein bisschen Platz machen. Ich glaube, so reicht das. Ja. Und das soll da in den kleinen Überresten drin sein. Nee, ist klar. Eine nicht identifizierte Rüstung. Das ist aber auch kein Problem. Denn wir können jetzt einmal identifizieren. Plus eins. Und aber anziehen können wir sie nicht. Und wenn wir sie jetzt tragen. Ja, aber klar. Bärenstärke. Wir gehen mal kurz handeln, oder? Ja, die Zeit haben wir. Dann können wir die ganzen schweren Sachen loswerden und kleinere Dinge wieder in die Beutel packen. Und uns gleich nochmal ausruhen. Wenn wir schon dabei sind. Wollen Zeugskoffer von Tempel. Feuer benutzen, ja. Du hast nicht die Preise, die ich möchte. Ich fackel deinen Laden ab. Ich mach dir Angst, damit du mir bessere Preise machst. Stab der magischen Geschosse behalten wir. Kupfer als Kette. So, das Doppelklingenschwert. Weg damit. Weg damit. Konnte man den Leuten irgendwelche Rüstung anziehen, indem man die Sachen auf die gezogen hat? Muss ich gleich mal ausprobieren. Muss ich mal kurz ausprobieren. Aber eigentlich habe ich das doch schon ausprobiert, oder? Naja, es geht nicht. Er hat ihn noch. Sorry, ich hab dich... warte, auf Wiedersehen. Ich möchte doch nur meine Sachen loswerden und lese nicht mehr so ordentlich, wie ich es vielleicht sollte. Entschuldigung. Ring des klaren Denkens kannst du auch haben, damit kann keiner was anfangen hier. Das Geistergift. Der Topfhelm. Na, wie viel kriegen wir dafür? Nein, 4 Goldmünzen. Doch so viel. Da hätten wir unsere eigenen Goldschuhe. Ich sage zu viel. Das beeinträchtigt meine Leistung. So. Oh, das mussten wir nur angucken, weil wir es schon kennen. Das ist ja cool. Feuerbolzen. Den Feuerkäferbauch behalten wir mal. Für eine kleine Gegenstandherstellung bei Eltura. Kupferring. Klarheit können wir auch verkaufen. Mit Intelligenz können wir hier überhaupt nichts anfangen. Die Bücher verkaufen bei Eltura. Da kriegen wir wenigstens Geld für. 5 Lanera als Tagebuch. Wie war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Kettenpanzer.
wären Stärke und Segen. Okidoki. Gut. Hätten wir das auch mal wieder. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das, was wir jetzt hier eingenommen haben, ausreicht, um die Kosten zu decken, um wieder zurückzureisen. Das ist eine große Frage. Boah. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi.